Die meisten Wanderer steigen hier ein. In die Taubenlochschlucht. Wir gehen jetzt auch diesen Pfad hier entlang, diesem Kanal. Das ist also der von oben, wo wir vorher gerade gesehen haben. Und dort wird das Wasser entnommen und führt dann hier durch diesen Kanal. Interessant. Da noch ein Blick zurück. Übrigens haben wir vor kurzem den Europa-Fernwanderweg E4 gekreuzt und auch den Jurahöhenweg. Das ist wirklich eine interessante Stelle hier. Da wird der Kanal als Bewässerungssystem gebraucht. Ganz interessant. Da ist der Kanal fast so wie in einem Trog. Dann gespannt, da weiter unten auch noch ein Kraftwerk ist. Da hinten, das ist wieder die Autobahnbrücke. Und hier fängt jetzt eigentlich dann die Schlucht an. So, wir laufen hier oben. Die Taubenlochschlucht. Da unterquert die Schüss den Kanal. Noch gut gemacht da. Das ist die Schüss. Und da dieser Kanal. Hier fängt die Schlucht, die Taubenlochschlucht, noch ganz harmlos an. Da unten ist irgendwie wieder fast ein Kraftwerk. Hier ziemlich viel Wasser raus. Ein ganz schöner Weg. Das ist fast wie auf einer Autobahn. Da unten wird das Wasser auch schon wieder gestaut. Und dort hat es ziemlich viel Holz angeschwemmt. Oha. Und da. Oh, das ist auch eine schöne Stelle da. Da wurde der Fels mit Draht geflecht, gesichert, dass nichts abbrechen kann und Wanderer hier gefährdet. Schaut mal das da vorne an. Da ist das Geländer im Baum eingewachsen. Noch interessant. Ja. Da wurde er abgeschnitten wieder. Da oben die Autobahnbrücke. Und da unten die Schüss. Da vorne auch wieder ganz schöne Stellen.
Wow, da wäre man vor Regen geschützt. Dort oben noch eine alte Straßenbrücke sein.
Die hinteren Brücken sind die Autobahnbrücken und die vordere ist die Bahnbrücke. Und da unten hat es noch eine kleine. Und da ganz vorne, da wird es dann eng. Da sollte man bei Hochwasser drin sein. Wäre ganz interessant zum Schauen. Hier nochmal die Eisenbahnbrücke. Die Eisenbahnbrücke. Wo sind die Wasser? Die alte Brücke. Und da oben die Autobahn. Es ist schade, dass ich schon fast am Ende bin. Ich bin schon bald im Ziel vorne. Da kommt noch eine interessante Brücke. Ein Berg. Da werde ich nicht hochgehen. Aber mal noch auf die Brücke. Und ein Bild machen. Da nach unten.
haben wir noch eine kleine Brücke. Da, auch fast wie eine Höhle. Eng da. Oh. Ich bin einfach sprachlos. Ab dieser Taubenlochschlucht. Ist so was Schönes. Schade, dass jetzt an da vorne schon fertig ist. Das hat mir jetzt wirklich gut gefallen. So schön. Und da vorne, da müsste jetzt eigentlich dann schon Vororte von Biel sein. Da kommt schon das erste Haus zum Vorschein. Da fließt jetzt die Schüss Richtung Bielesee. Da werde ich Sie jetzt noch weiter begleiten.
geht mein Weg hier nach vorne. Und da ist die Schüss. Jetzt befinde ich mich in einem Vorort von Biel. Da drüben ist die Schüss, die hier doch schon ziemlich breit ist. So, eine Neubausiedlung. Da hier ist die Schüss renaturiert worden. Unten ist dadurch einen schönen Park. Da vorne stolziert noch ein Rabe. Auf dieser Seite noch ein kleines Biotop. Und da vorne hat es ganz moderne Häuser. Also das Direktionsgebäude von Swatch, eine sehr bekannte Schweizer Uhr. Da ist noch vom Omega ein Gebäude. Und da oben, ganz auf dem Jura oben, das ist Macklingen. Dort ist eine ganz bekannte Sportschule. Oh, so, mal diesen Treppenaufzug da. Auch interessant, ne? Da kommt die Schüss daher. Und hier wird sie getrennt. Da sind jetzt diverse Kanäle. Richtung See führen. Nicht mehr weit bin ich beim See. Hier ist die Schüss kanalisiert. Kann nicht mehr frei fließen. Hier vorne mündet die Schüss in den See rein. Haben. Ein Schiff fährt jetzt dann gleich weg.
So, das ist die Einmündung in den See von der Schüss.